Am Anfang war nichts. Dann entstanden die endlos expandierenden Dimensionen von Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag werden neue, erstaunliche Entdeckungen gemacht, die dazu beitragen, die unbegreiflichen Geheimnisse des Universums zu lüften. Wir befinden uns auf einem fremden Planeten. Es gibt nur wenig zu essen. Der Sauerstoff wird knapp und Hilfe ist Millionen Kilometer entfernt. Es ist ein tödlicher Ort. Wie kann man sich vor der Strahlung schützen? Geladene Teilchen würden jeden Astronauten auf der Oberfläche treffen. Wie kann man einem Staubsturm trotzen? Der Marsstaub könnte die Raumanzüge zerstören. Das wäre katastrophal. Was, wenn kein Sauerstoff mehr da ist? Es wäre ein schrecklicher Tod. Wie überlebt man eine Bruchlandung auf dem Mars? Eine Bruchlandung auf dem Mars und der Kampf ums Überleben in einer feindlichen Welt sind schon lange eine beliebte Thematik in Science-Fiction-Filmen. Doch es werden dabei viele Fehler gemacht. Die NASA und andere Weltraumbehörden planen, in den kommenden Jahrzehnten Menschen auf den roten Planeten zu schicken. Fragen bezüglich einer Bruchlandung und dem darauffolgenden Überlebenskampf müssen also ernst genommen werden. Wenn Menschen zum Mars fliegen, werden sie an einen unerforschten Ort mit unerforschten Umweltbedingungen geschickt. Ein einziger Fehler könnte das Scheitern der gesamten Mission bedeuten. Dieses Programm, das auf aktuellen wissenschaftlichen Informationen basiert, zeigt ein mögliches Szenario auf, das in naher Zukunft stattfinden könnte. Eine internationale Crew wurde ausgewählt, um den Mars zu erkunden und die Grundlage für eine permanente Basisstation zu schaffen. In alten Filmen waren diese Crews mutig, qualifiziert und erfinderisch. Soweit lagen die Filmemacher richtig. Die Auswahl der Crew, die nur aus wenigen Menschen bestehen wird, ist wirklich sehr wichtig. Wen schickt man auf den Mars? Niemanden, der alles ein wenig, aber nichts besonders gut kann. Man braucht jemanden, der viele Dinge sehr gut kann. Das Wichtigste sind fundierte technische Kenntnisse. Ich würde 2 der 4 Crewmitglieder anhand ihrer Fähigkeiten auswählen, Dinge reparieren zu können. Am zweitwichtigsten ist die Qualifikation, Hinweise in der Geologie zu erkennen, um Fossilien und Orte, an denen nach Wasser gebohrt werden kann, zu finden. In der Sprache von Star Trek würde das also heißen 2 Scottys und 2 Spocks. Aber in den alten Filmen wurden auch Fehler gemacht. Wie die Vorstellung, dass man in einem einzigen Raumschiff zum Mars fliegt. Anders als in vielen alten Science-Fiction-Filmen ist es tatsächlich billiger und effizienter, einen Großteil der Ausrüstung mit verschiedenen Raumfahrzeugen auf den Mars zu befördern. Ein einzelnes Raumschiff müsste riesige Ausmaße annehmen und wahrscheinlich nuklear angetrieben werden. Damit wären viele Gefahren und Probleme verbunden. In den meisten Szenarien landen und starten die Astronauten in mehreren Raumfahrzeugen. Die Wohnkapsel, auch Habitat genannt, ist während ihres 18-monatigen Aufenthalts ihr Zuhause auf der Marsoberfläche. Sie machen lange Ausflüge in einem Fahrzeug mit Druckausgleich, das sie mitgebracht haben. Ein kleineres Fahrzeug für kürzere Ausflüge wurde zuvor zusammen mit einer Landekapsel für die Rückreise auf dem Landeplatz positioniert. Die Landekapsel ist jedoch nicht nur für die Rückreise bestimmt.
Sie wandelt auch Rohstoffe des Mars in Raketentreibstoff und sauerstoffhaltige Luft um. In der Landekapsel befindet sich eine Pumpe, die die zu 95% aus Kohlenstoffdioxid bestehende Marsluft ansaugt und mit einem geringen Teil Wasserstoff, der von der Erde mitgebracht wurde, in Methantreibstoff und Sauerstoff umwandelt. Die Astronauten landen in der Nähe der Landekapsel. Sie nutzen ihr Habitat als Labor- und Basislager. Und wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind, fliegen sie mit der Landekapsel zurück zur Erde. Das Habitat bleibt zurück. Bei jedem Besuch auf dem Mars wird eine neue Wohnkapsel stationiert. Der Beginn der ersten menschlichen Siedlung auf einem neuen Planeten. Wo landet man am besten auf dem Mars? Der Mars ist ein faszinierender Planet. Es gibt viele interessante Gebiete. Zu Beginn ist es wohl am besten, eine ebene und geologisch interessante Region nahe am Äquator zu wählen. Der Landevorgang der Wohnkapsel, die sogenannte Atmosphärenbremsung, darf nicht schiefgehen. Bei der Atmosphärenbremsung wird die Marsatmosphäre genutzt, um das Raumfahrzeug zu verlangsamen. Stellen Sie sich vor, dass dieser Ball die Wohnkapsel ist, die in die Marsatmosphäre eintritt. Die Stange ist der Mars, ein sehr dürrer Mars. Ich könnte nun Raketen benutzen, um sie langsam auszubremsen und an der anvisierten Stelle zu landen, wo das Klebeband ist. Aber das würde viel Energie erfordern und wäre schwierig und teuer. Stattdessen könnten wir die Marsatmosphäre nutzen, um die Kapsel zu bremsen. Sehen Sie? Sie wird allmählich langsamer. Nur zum Schluss, nahe der Oberfläche, würden wir Bremsraketen und einen Ballonschirm benutzen, um an die gewünschte Stelle zu gelangen. Dabei besteht jedoch eine Gefahr. Ist der Eintrittswinkel falsch oder die Kapsel zu schnell, kann die Reibungskraft den Hitzeschild zerstören und die Kapsel verglüht wie ein Meteor in der Marsatmosphäre. Selbst die kleinste Fehlkalkulation kann zu einer zu harten Landung oder einer Landung an der falschen Stelle führen. Es müssen Tausende von Dingen getan werden. Die Kapsel hat einen Hitzeschild und ist sehr schnell. Also muss man die Reibung der Atmosphäre nutzen, um zu bremsen. Der Hitzeschild muss abgestoßen werden. Man muss eine Atmosphärenbremsung durchführen und einen Fallschirm zur zusätzlichen Bremsung verwenden. An der Oberfläche braucht man wahrscheinlich Bremsraketen. Der Fallschirm muss abgestoßen werden. Das ist alles äußerst schwierig. Einige Kilometer über der Oberfläche geht etwas schief. Die Kapsel gerät in einen riesigen Wirbelsturm. Wirbelstürme sind Luftsäulen, die sich extrem schnell drehen und den Staub von der Oberfläche in die Höhe wirbeln und in die Atmosphäre tragen. Auf der Erde wären diese Wirbelstürme nur ein paar hundert Meter hoch. Doch auf dem Mars sind sie riesig und können etwa 5 bis 6 Kilometer hoch werden. Der Wirbelsturm erfasst die Kapsel und wirft sie aus ihrer Bahn. Bodenstationen von Texas bis Kasachstan verfolgen die Landung. Doch der Mars ist so weit entfernt, dass es 18 Minuten dauert, bis die Übertragung der Kapsel auf der Erde ankommt. Als das Signal eintrifft, dass die Kapsel eine Bruchlandung erleiden wird, sind die Astronauten längst abgestürzt. Doch wo sind sie? Und sind sie noch am Leben? Es gibt nur eines, das man beim Start oder der Landung tun kann, und das ist beten. Die Astronauten haben die Bruchlandung überlebt, aber die Kommunikation ist abgebrochen. Sie können keinen Kontakt mit der Erde aufnehmen. Noch schlimmer ist jedoch, dass der Wirbelsturm sie weit vom Kurs abgebracht hat. Wenn Menschen zum ersten Mal auf dem Mars landen, wird das einer der historisch bedeutsamsten Momente überhaupt. Doch unsere Astronauten hatten eine Bruchlandung. Sie wissen also nicht, wo sie sind und was passiert. Die Sonne wäre nur halb so hell, wie sie hier ist.
Die Intensität des Sonnenlichts am Mars-Äquator ist in etwa so wie in Norwegen oder Alaska. Im Schatten hätte alles auf dem Mars eine Art gelblich-braun-rötliche Färbung. Und nur bei Dingen im direkten Sonnenlicht würde man die wahre Farbe erkennen. Das liegt daran, dass das Licht in den rötlichen Staubpartikeln gebrochen wird. Es wäre eine wunderbare Szenerie, aber sie hätten nicht viel Zeit, sie zu genießen, denn sie müssten herausfinden, wo sie sind und was zu tun wäre. Wie findet man auf dem Mars ohne Instrumente heraus, wo man sich befindet? Die Astronauten aus dem 21. Jahrhundert greifen auf eine altertümliche Methode zurück. Navigation anhand der Sterne. Die Monde des Mars befinden sich beide in äquatorialen Umlaufbahnen. Sie würden im Osten auf- und im Westen untergehen. In ihrem Zenit müssten sie direkt über den Astronauten stehen. Die Abweichung davon zeigt, wie weit sie vom Äquator entfernt sind. Würden sie nun die Zeiten von Auf- und Untergang beobachten, hätten sie Informationen über den Längengrad. Das Ergebnis ist ein Schock. Sie sind in der östlichen Hälfte der größten Schluchten unseres Sonnensystems gelandet. Sie wurde 1971 von der Mariner 9-Sonde entdeckt und danach benannt. Die Valles Marineris liegen südlich des Äquators. Sie sind um ein Mehrfaches tiefer als der Grand Canyon und so lang wie die USA. Die Astronauten sind hunderte Kilometer von ihrer Landekapsel entfernt. Und es gibt noch mehr schlechte Neuigkeiten. Das kaputte Habitat verliert zu einem gefährlichen Ausmaß Sauerstoff. Das Leck ist nicht zu reparieren und so könnte die Crew innerhalb weniger Tage sterben. Ein Szenario, das in naher Zukunft geschehen könnte. Die ersten Menschen auf dem Mars sind hunderte Kilometer vom Kurs abgekommen und in den gigantischen Valles Marineris gestrandet. Sie können nicht mit der Erde kommunizieren und ihre defekte Wohnkapsel verliert Sauerstoff. In fast allen Mars-Filmen wird eine sauerstoffreiche Atmosphäre an mindestens einer Sektion des Mars dargestellt, damit die Schauspieler ihre Helme abnehmen können. Doch in Wirklichkeit besteht die Mars-Atmosphäre aus 95% Kohlenstoffdioxid und ist so dünn wie die Atmosphäre der Erde auf einer Höhe von gut 30.000 Metern. Ich bin oft überrascht, wie romantisch sich der Mensch den Mars vorstellt. Es sieht aus wie in Utah oder Kalifornien, doch in Wirklichkeit ist es ein todbringender Ort. Die Astronauten haben noch eine Chance. Und sie nutzen sie. Sie aktivieren das Marsfahrzeug, das einen dreiwöchigen Luftvorrat hat. Das Marsfahrzeug mit Druckkabine ist wie eine Art Wohnmobil. Man kann sich darin ohne Astronautenanzug aufhalten und so den Mars erkunden. Sowohl das Marsfahrzeug als auch das zugehörige Kommunikationssystem funktionieren. Die Astronauten melden der Bodenstation, dass sie am Leben sind. Damit die Mission nicht scheitert, gibt es Ersatzgeräte. Etwas Überflüssiges kann also durchaus positiv sein oder zumindest die Vorbereitung auf ein Versagen, wenn man so will. Doch die Unterhaltung ist nicht so wie bei den Apollo-Missionen zum Mond. Stellen Sie sich vor, dieser Ball ist eine Nachricht. Ein Gespräch zwischen einem Astronauten auf dem Mond und mir, der Mission Control in Houston, Texas. Ich stehe nur wenige Schritte entfernt, doch in Wirklichkeit ist der Mond fast 400.000 Kilometer entfernt. Radiowellen reisen mit Lichtgeschwindigkeit, also etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Es dauert daher nur etwa 3 Sekunden, um "Wie geht's?" und "Mir geht's gut" zu sagen. Pretty easy to hold a conversation.
Der Mars ist jedoch mindestens 150 Mal weiter entfernt als der Mond. Ich muss also bis hier gehen. Wir können immer noch kommunizieren, doch es gibt eine größere Verzögerung. In Wirklichkeit beträgt die Distanz von der Erde zum Mars zwischen 45 Millionen und 395 Millionen Kilometer. Die Verzögerung zwischen wie geht's und mir geht's gut kann somit zwischen 6 und 44 Minuten liegen. Wenn es also einen Notfall gibt, kann von der Erde aus nicht rechtzeitig gehandelt werden. Doch es gibt ein noch größeres Problem. Wie auch das Licht reisen Radiowellen nur in geraden Linien. Erde und Mars rotieren um ihre Achsen. Es gibt also Zeiträume, in denen keine Kommunikation stattfinden kann. Mit zwei präzise platzierten Satelliten kann Abhilfe geschaffen werden. Wenn ein Satellit den Mars umkreist, kann eine Nachricht vom Mars zur Bodenstation in Houston geschickt werden. Das Signal wird zum Satelliten, der den Mars umkreist, geschickt und danach zum Satelliten, der die Erde umrundet. Dann weiter zur Bodenstation und wieder zurück. Es gibt noch immer eine Verzögerung von bis zu 44 Minuten zwischen Frage und Antwort. Doch zumindest können Astronauten und Bodenstation eine Überlebensstrategie ausarbeiten. Trotz der Verzögerungen nimmt der Plan Gestalt an. Das brennstoffzellenbetriebene Fahrzeug wird mit Nahrung und Ausrüstung beladen. Und die Astronauten fahren nach Osten, wo die Valles Marineris in ein Stromtal münden, das wahrscheinlich vor Milliarden von Jahren entstanden ist, als der Mars eine dichtere Atmosphäre hatte und es noch Wasser auf der Oberfläche gab. Von hier ist es weniger als eine Tagesreise bis zur Landekapsel am ursprünglichen Landeplatz. Die Astronauten fahren voller Verzweiflung quer durch die Marslandschaft, um zur Landekapsel zu gelangen. Vielleicht wird noch etwas wissenschaftliche Forschung betrieben, aber hauptsächlich geht es darum, sich zu retten und zur Erde zurückzukehren. Alles hängt von Berechnungen ab. Jeder Astronaut benötigt gut 11 Liter Wasser, 2000 Kalorien und 1 Kilogramm Sauerstoff am Tag. Das Lebenserhaltungssystem ist eine große Hilfe. Sie können Wasser gewinnen, indem Sie die Ausrüstung, die an Bord des Fahrzeugs ist, nutzen. Die Marssonde Odyssey hat erforscht, dass durchschnittlicher Marsdreck in den äquatorialen Gebieten 6% Wasser enthält. Will man daraus Wasser gewinnen, muss man nur etwas davon nehmen und in eine Art Drucktopf geben, auf etwa 150 Grad Celsius erhitzen und schon hat man Wasser. 7,5 Liter Dreck ergeben etwa einen halben Liter Wasser. Andere menschliche Bedürfnisse sind auf dem Mars nicht so leicht zu bedienen. Bei einer zweiwöchigen Reise durch die unwirtliche Marslandschaft könnte man die Lebensmittel einschränken und Notfallrationen mitnehmen. Man könnte sogar Wasser einsparen. Aber eines braucht man immer: Luft. Was die benötigte Sauerstoffmenge angeht, sind wir nicht flexibel. Trotz der Notwendigkeit, zur Landekapsel zu gelangen, gibt es genügend Luft, um mehrere kurze Marsgänge zu unternehmen. Einer der Gründe, weshalb Menschen auf den Mars geschickt werden sollen, ist die Wissenschaft. Sie würden also Proben nehmen, sie analysieren und versuchen, die Umweltbedingungen zu verstehen, die herrschten, als sich diese Felsen formten. Astronauten würden eine Vielzahl an Werkzeugen benötigen. Hämmer, Lupen, Spektrometer und Chemieanalysemaschinen. Es würde wahrscheinlich eine Art mobiles Labor in dem Marsfahrzeug geben, mit dessen Hilfe man die Zusammensetzung der gesammelten Materialien untersuchen könnte. Es gibt einige Theorien, wie die Valles Marineris entstanden sind. Höchstwahrscheinlich waren mehrere Geschehnisse verantwortlich. Ich denke, man muss direkt vor Ort sein, um den Prozess zu verstehen, der eine komplexe Landform wie diese erschaffen hat. Es war nicht nur ein Riss in der Erde und es war auch nicht nur eine Flüssigkeit, die dort geflossen ist und sie so geformt hat. Es gab unterschiedliche Prozesse zu unterschiedlichen Zeiten, die aufeinander folgten und ein komplexes Buch formten. Um dieses Buch zu lesen, muss man dort sein, um die Seiten umzublättern.
Die Valles Marineris haben eine Vielzahl von verschiedenen Segmenten. In der Mitte gibt es Orte, an denen es 2 bis 4 parallel laufende Schluchten gibt, die auf und ab gehen. Am östlichen Ende sieht es aus, als wäre Wasser in katastrophalen Fluten aus einem chaotischen Gebiet geströmt. Gab es in dem Wasser Leben? Könnten einige der Gesteinsproben, die sie gesammelt haben, genügend Beweise für fossile Bakterien liefern? Der Mars war einst ein warmer und feuchter Planet. Wir wissen das mit Sicherheit, denn auf der Oberfläche des Planeten sind Merkmale für Wassererosion zu sehen. Um Fossilien zu finden, muss man nach Stellen suchen, an denen es Wasser gab. Die Valles Marineris könnten solch ein Ort sein. Ist es sogar möglich, dass sie Beweise für fließendes Wasser unter der Oberfläche und darin lebende Organismen finden? Entwickelt sich in jedem flüssigen Wasser Leben oder gibt es nur eine 1 zu 1 Billion Chance, dass es zu Leben kommt? Fand auf dem Mars eine zweite Entstehungsgeschichte statt? Ich denke, es ist sehr gut möglich, dass es bakterielles Leben auf dem Mars gibt, aber das ist nicht bewiesen. Es ist eine sehr interessante wissenschaftliche Frage, vielleicht sogar eine der faszinierendsten Fragen in der Erforschung des Sonnensystems. Plötzlich wird die Suche nach Fossilien unterbrochen und der Überlebenskampf geht weiter. Die Bodenstation meldet eine äußerst gefährliche Sonneneruption, die die Astronauten auf dem Mars in Gefahr bringt. Eine Sonneneruption ist ein enormer Ausbruch einer kleinen Region der Sonne. Eine riesige Menge an Energie explodiert und eine Ansammlung von energiegeladenen Partikeln schießt durch das Sonnensystem. Sie können mit Zellen interagieren und sie schädigen. Außerdem entsteht eine hochenergetische elektromagnetische Strahlung, ähnlich den Röntgenstrahlen, die ebenfalls schädlich ist. Das Magnetfeld der Erde schützt uns vor den schlimmsten Auswirkungen der Sonneneruptionen. Doch auf dem Mars gibt es seit 4 Milliarden Jahren kein Magnetfeld mehr. Nachdem die Menschen auf der Erde die Sonneneruption entdeckt haben, wollen wir die Astronauten auf dem Mars warnen. Wir können sie nicht vor der elektromagnetischen Strahlung warnen, denn das Signal würde sich mit der gleichen Geschwindigkeit fortbewegen wie die Strahlung der Sonne. Aber wir können sie vor dem Ansturm der geladenen Partikel warnen, da diese Partikel sich nur mit halber Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Das Habitat hat eine strahlungssichere Kammer, aber es ist nun zu weit entfernt. Während die Raumanzüge der Astronauten sie vor den Röntgenstrahlen der Sonneneruption schützen, haben sie nur Minuten, um Schutz zu suchen, bevor die zweite Energiewelle auf den Mars prallt. Sollte eine zukünftige Mission zum Mars eine Bruchlandung erleiden, werden sich die Astronauten mit mehr als nur der rauen Marslandschaft auseinandersetzen müssen. Hier wäre eine Sonneneruption von geladenen Protonen weitaus gefährlicher als auf der Erde. Der Mars hat kein Magnetfeld wie die Erde. All diese hochenergetisch geladenen Partikel würden direkt auf die Oberfläche treffen und somit auch jeden Astronauten dort. Sie wären nicht wie auf der Erde vor der gefährlichen Röntgenstrahlung und den gefährlichen Partikeln geschützt. Das könnte schlimme Auswirkungen auf einen Astronauten haben. Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Krebs oder andere Krankheiten wie die Strahlenkrankheit und die Strahlenvergiftung. Tatsächlich mussten Astronauten auf der Raumstation gelegentlich in speziellen Kammern Schutz suchen, die sie vor den geladenen Teilchen und der Strahlung einer Sonneneruption abschirmen. Für die Astronauten in der Mitte der Valles Marineris ist das Marsfahrzeug der einzige Schutz. Der Strahlenschutz des Fahrzeugs besteht nicht aus Blei, sondern aus den Nahrungspaketen und den gefüllten Müllbeuteln der Astronauten, die an den Wänden gestapelt sind. Fäkalien beinhalten Kohlenwasserstoffe. Kohlenwasserstoffe beinhalten Wasserstoff, und Wasserstoff ist ein sehr guter Strahlenschutz.
Nachdem Nahrung konsumiert wurde, werden die Fäkalien also in kleinen, verschließbaren Beuteln versiegelt und wieder am Fahrzeug befestigt, um als Strahlenschutz zu dienen. Wer im Weltall überleben will, darf nichts verschwenden. Nicht einmal Müll. Nachdem die Gefahr vorüber ist, wird die Reise zur Landekapsel fortgesetzt. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Die Astronauten stimmen ab und ändern den Plan. Anstatt die Landekapsel zu benutzen und 500 Tage vor dem eigentlichen Termin zurückzukehren, werden sie auf dem Planeten bleiben und die Mission beenden. Das Team im Johnson Space Center hätte viel geringeres Wissen über die Crew und die Optionen, die ihnen bleiben, als die Crew selbst. Deshalb denke ich, eine Mars-Mission müsste von der Front aus geleitet werden, anstatt von der Erde aus. Die Bodenstation sollte eher als Unterstützung fungieren. Der neue Plan lautet, zur Landekapsel zu gelangen und sie dann anstelle des Habitats als Basis für ihre Operation zu nutzen. Sie ist viel kleiner als die Wohnkapsel, doch sie hat eine Energieversorgungsquelle und die Technik, um Sauerstoff zu produzieren. Die Crew könnte also in der Landekapsel leben und arbeiten. Die Zuversicht der Astronauten steigt, als sie das Stromtal am östlichen Ende der Valles Marineris erreichen. Es gibt noch genügend Nahrung, Wasser und Luft, um problemlos zur Landekapsel zu gelangen. Dann entdeckt einer der Astronauten etwas Ungewöhnliches. Es ist eine freigelegte Gesteinsschicht, die aussieht, als könnte sie Stromatolithen beinhalten. Auf der Erde gibt es Bakterien, die Kolonien bilden. Diese wiederum bilden Gestein, das als Stromatolith bekannt ist. Man könnte es als bakterielles Äquivalent zu Korallenriffen ansehen, wo kleinste Organismen etwas Großes erschaffen. Es wäre logisch, so etwas auf dem Mars zu suchen. Stromatolithen auf der Erde liefern Hinweise, wie wir sie auch auf dem Mars erwarten würden. Sie wären eine Art Algenmatte mit einer oberen Schicht aus silikatähnlichem Material, das sich aufbaut und große Strukturen bildet. Wenn so etwas auf dem Mars stattgefunden hat, könnte man damit sehr leicht belegen, dass es dort tatsächlich Leben gab. Viele Science-Fiction-Filme basieren auf der Idee, dass es Beweise für eine fortgeschrittene Zivilisation auf dem Mars gibt. Auf dem Mars gibt es keine Städte oder Bauwerke. Doch die Astronauten könnten dennoch Beweise für Leben auf dem Mars finden. Und wenn es nur Fossilien von Bakterien sind. Nachdem die Gesteinsproben eingeladen sind, versuchen sie mit dem Marsfahrzeug weiterzufahren. Doch es funktioniert nicht. Eines der Räder steckt fest und die Astronauten bekommen es nicht frei. Sand ist so etwas wie eine Todesfalle auf dem Mars. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir deswegen bei künftigen Expeditionen einige Crews auf diesen langen Fahrten in Marsfahrzeugen verlieren werden. Sie berechnen die verbleibende Distanz zur Landekapsel. Könnten sie so weit laufen? Der Sauerstofftank eines Raumanzugs reicht nur für 12 Stunden aus. Es würde aber 30 Stunden dauern, um den Weg zu Fuß zurückzulegen. Auf der Erde könnte man in sandigen Gegenden ebenfalls stecken bleiben. Doch dort kann man natürlich einfach aussteigen und hat Luft zum Atmen. Auf dem Mars besteht diese Möglichkeit nicht. Und wenn das Fahrzeug nicht befreit werden kann, wäre das ein Todesurteil. In unserem Szenario ist das Marsfahrzeug im Sand stecken geblieben. Die Landekapsel ist etwa 160 Kilometer entfernt.
Werden die Astronauten sterben? Oder können sie sich noch einmal mit Hilfe vorindustrieller Technologie retten? Gehen wir also davon aus, dass die Crew gestrandet ist. Mindestens eine Person muss eine beachtliche Entfernung zurücklegen, um an ein Fahrzeug zu kommen und die restliche Mannschaft zu retten. Könnten Ballone die Lösung sein? Es wäre möglich. Ingenieure auf der Erde führen Tests durch, ob Ballone wenigstens einen Astronauten über die Wüste zur Landekapsel befördern könnten. Mit einer synthetischen Membran würde eine Art Tasche gebildet, die die kohlenstoffdioxidhaltige Marsluft umhüllt. Danach müsste die Luft im Inneren erhitzt werden, um dem Ballon Auftrieb zu geben. Ein Weg, das zu erreichen, wäre, die Hitze der Sonne zu nutzen und damit die Membran zu erwärmen. Das Kohlenstoffdioxid im Inneren erhitzt sich, dehnt sich aus, bekommt Auftrieb und hebt den Ballon an. Jeder Ballon, den man für den Mars herstellen würde, müsste extrem groß sein, um die geringe Dichte der Atmosphäre auszugleichen. Die Atmosphäre auf dem Mars ist sehr dünn. Sie hat weniger als 1% des Drucks der Erdatmosphäre auf Höhe des Meeresspiegels. Man würde also einen riesigen Ballon benötigen. Ein Ballon mit einem 10-Meter-Radius könnte ausreichen, um eine Person mit Raumanzug zu transportieren. Es wäre aber eher unwahrscheinlich, dass eine Crew einen so großen Ballon mit auf den Mars bringt. Allerdings könnte sie viele kleinere dabei haben, die sie für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Der riskante Plan wird umgesetzt. In einer behelfsmäßigen Vorrichtung steigt eine Astronautin in den Himmel des Mars auf. Auf einer Höhe von etwa 1,5 Kilometern treibt der Wind sie mit knapp 100 km/h in die Richtung der Landekapsel. Auf dem Mars wehen die vorherrschenden Winde nahe der Oberfläche von Westen nach Osten. Und wir wollen nach Osten. Das ist also gut für uns. Eines der größten Probleme bei diesem Szenario ist die Genauigkeit, mit der man das Ziel erreichen muss. Doch wenn man es schafft, so nahe heranzukommen, dass man den Rest wandern kann, wäre es mit etwas Glück möglich. Take some luck, but it's possible. Auf dem Mars herrschen nur 38% der Erdanziehungskraft. In Science-Fiction-Filmen wird diese Tatsache oft vergessen und die Astronauten arbeiten bei normaler Schwerkraft. In Wirklichkeit wäre das Wandern auf dem Mars, selbst mit dem schweren Raumanzug, der während der Zeit außerhalb des Marsfahrzeugs getragen werden muss, leichter als auf der Erde. Wenn wir von einer Person ausgehen, die 70 Kilogramm wiegt und einen 90 Kilogramm schweren Anzug trägt, dann macht das insgesamt 160 Kilogramm aus. Wiegt man aber nur 38% davon, dann liegt das Gewicht bei knapp 61 Kilogramm. Die Last des Anzugs ist also viel geringer als auf der Erde und man wandert viel leichter. Die Astronautin landet erfolgreich und schafft es, zur Landekapsel und dem Mars-Zweisitzer zu wandern. Alles funktioniert. Die Astronautin steigt also in das Leichtfahrzeug und kommt zum anderen Fahrzeug zurück, um einen weiteren Astronauten zur Landekapsel zu holen. Sie fährt mehrere Male hin und her, um alle Astronauten in Sicherheit zu bringen. So lautet der Plan. Doch dann zieht neue Gefahr auf. Ein roter Staubsturm naht. Die Sonne am Himmel verdunkelt sich und der Sturm baut sich immer weiter auf. Am ganzen Horizont sieht man diese sehr dicke, staubige Masse in der Atmosphäre. Doch was löst einen Staubsturm auf dem Mars aus? Lisa Abdel-Fadda aus Anaheim in Kalifornien stellt diese Frage. Staubstürme auf dem Mars werden durch die Sonnenenergie ausgelöst. Die Sonne erhitzt den Staub auf der Marsoberfläche und die Atmosphäre. Die dadurch bedingte Ausdehnung löst Umwälzungsströmungen aus. In den verschiedenen Lufttaschen herrscht unterschiedlicher Druck und das führt zu Winden. Mehr Staub wird aufgewirbelt und die Hitze steigt, die Druckunterschiede werden größer und dadurch entstehen diese gefährlichen Staubstürme.
Der Staub auf dem Mars könnte in vielerlei Hinsicht sehr gefährlich für die Astronauten werden. Da es kein Wasser auf dem Mars gibt, sind die einzelnen Körnchen nicht glatt und rund, wie es hier auf der Erde der Fall ist. Sie sind sehr scharfkantig. Der Staub bleibt am Anzug hängen. Mit der Zeit beginnt der Staub durch die Reibung, die bei der Bewegung von Armen und Beinen entsteht, das Material des Raumanzugs zu zermürben. Es könnte leicht ein Riss im Anzug entstehen, und das wäre katastrophal. Obwohl es gefährlich ist, fährt die Astronautin mit dem Zweisitzer und einer Extraladung Sauerstoff in den Sturm hinaus. Sie bringt einen Kollegen nach dem anderen zur Landekapsel. Doch nur wenige Schritte entfernt von der Sicherheit der Kapsel entsteht durch den reibenden Staub ein Riss im Astronautenanzug des Kommandanten und setzt ihn dem beinahe Vakuum der Marsatmosphäre aus. Wenn der Raumanzug einen Riss bekommt oder eine gewaltsame Dekomprimierung stattfindet, bei der der Anzug aufreißt, hat man nur wenige Sekunden bis zur Bewusstlosigkeit. Es wäre in etwa so, als ob man schnell aus großer Tiefe auftaucht. Eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Wenn man ein Problem mit der Dekomprimierung hat, kann das tödlich sein. Es wäre ein schrecklicher Tod. Und es würde sehr schnell gehen. Sollten seine Teammitglieder nicht sofort etwas unternehmen, wäre der Kommandant die erste Leiche auf dem Mars. In unserem Szenario haben die ersten Mars-Astronauten eine beinahe tödliche Bruchlandung und eine gefährliche Fahrt über den unwirtlichen Planeten überlebt. Doch jetzt haben Partikel eines gefährlichen Staubsturms ein Loch in den Anzug des Kommandanten gerissen. Das ist etwas, das Astronauten am meisten fürchten. Man hat etwa 10 oder 12 Sekunden, bevor man bewusstlos wird. Man muss sofort ausatmen und die Lungen leeren, da sie sich sonst schnell ausdehnen und platzen. 12 Sekunden, nachdem sein Anzug zerrissen ist, ist der Kommandant bewusstlos. Seine Haut färbt sich blau. Seine Crewmitglieder haben weniger als 90 Sekunden, um ihn durch die Luftschleuse der Landekapsel zu tragen und ihm Notfallsauerstoff zu verabreichen, bevor seine Blutzirkulation stoppt und seine Organe für immer versagen. Nachdem man bewusstlos ist, kann man nur hoffen, dass man innerhalb der nächsten 90 Sekunden an Drucksauerstoff angeschlossen wird. Geschieht dies nicht, bedeutet das den sicheren Tod. Wird man angeschlossen und fängt wieder an, Sauerstoff zu atmen, entsteht für gewöhnlich kein bleibender Schaden. Der Kommandant überlebt knapp. Trotz seiner Verletzungen wird er wieder vollkommen genesen. Schon bald hat sich die Crew wieder erholt und kann Experimente durchführen. Die Erforschung des Mars hat tatsächlich begonnen. Der Mars wird alle Expeditionen, die wir jemals hatten, übertreffen. Man wird alle bisher gewonnenen Erfahrungen brauchen. Die der Polar- und der Dschungel-Expeditionen und die der Expeditionen durch Nordamerika. Der Mars ist eine große Herausforderung und gnadenlos. Wenn hier auf der Erde etwas schief geht, können wir uns darauf verlassen, dass wir Luft zum Atmen und Wasser zum Trinken haben. Auf dem Mars ist die Situation im Falle eines Problems viel ernster. Doch die Astronauten haben bewiesen, dass sie sich an die Bedingungen auf dem Mars anpassen können. Wie Polarforscher haben sie sich vor eisigen Temperaturen geschützt. Und wie Wüstenforscher haben sie gelernt, mit dem ständig vorherrschenden Staub zu leben. In der Wüstenstation, die von der Mars Society betrieben wird, haben wir ein äußerst gutes Mikroskop verwendet.
Es wurde innerhalb weniger Wochen vom Staub zerstört. Ein viel einfacheres Mikroskop, wie es normalerweise von Studenten verwendet wird, hat sich als sehr robust herausgestellt. In einer rauen Umgebung reitet man kein Rennpferd, man reitet einen Esel. Nicht alles ist auf dem Mars schwieriger als auf der Erde. Die Oberflächenwinde sind mild und zu schwach, um die Astronauten oder ihre Instrumente zu bedrohen. Die Marsatmosphäre hat nur 1% der Erdatmosphärendichte. Wenn also ein Wind mit einer Stärke von 100 km/h aufkommt, würde man lediglich die Kraft eines Winds mit 10 km/h spüren. Mit diesem Windmessgerät kann man die Geschwindigkeit messen. Es ist ein sehr einfaches Gerät. Diese Becher fangen den Wind ein und bringen es zum Drehen. Man zählt einfach die Anzahl der Umdrehungen und bekommt so die Windgeschwindigkeit. Mit Ausnahme der digitalen Anzeige ist es dem ersten erfundenen Gerät aus dem 19. Jahrhundert sehr ähnlich. Mal sehen, ob wir hier Wind haben. Da, es kommt Wind auf. Da eine wesentlich geringere Dichte herrscht, gibt es weniger Luftmoleküle, die sich bewegen. Auf dem Mars wäre ein Wind mit 30 km/h nötig, um das zu fühlen, was man bei einem Wind mit 3 km/h auf der Erde spürt. Ein Wind dieser Stärke würde nur leicht Ihr Haar durcheinanderbringen. Wären Sie jetzt auf dem Mars, müsste für den gleichen Effekt eine Windgeschwindigkeit von über 110 km/h herrschen. Die Astronauten machen mehr, als sich nur an den Mars anzupassen. Sie extrahieren Wasser von der Oberfläche und nutzen den Marsboden, um Nahrung anzubauen. Beim Gemüseanbau ist die einfachste Pflanze eine Blattpflanze wie Salat. Vielleicht will man auch Kartoffeln anbauen. Das kann viel Stärke pro Quadratmeter Anbaufläche erzeugen. Vor einem Jahr kämpften 4 Menschen ums Überleben. Nun bringen sie einen Planeten zum Erblühen. Doch das ist nur der Anfang. Seit mehr als einem Jahrhundert haben Filme die Idee und die Hoffnung verfolgt, dass es intelligentes Leben auf dem Mars gibt. Das ist nicht der Fall. Noch nicht. Doch später in diesem Jahrhundert könnten 2 Menschen von der Erde den ersten Marsbewohner zeugen. Er oder sie könnte der erste von vielen weiteren sein. Wir werden die Marsmenschen sein. Doch das ist die Zukunft. Für diese erste Mission läuft die Zeit ab. Erde und Mars stehen in der richtigen Position für die Heimreise. Die Astronauten freuen sich darauf, in das warme Wasser des Pazifischen Ozeans zu tauchen. Als sie auf dem Rückweg zu unserem hellen, blauen Ball in der sternenübersäten Dunkelheit sind, gleitet ein anderer Lichtstrahl in die entgegengesetzte Richtung. Es ist die 2. bemannte Mission, die auf dem Weg zu einer weiteren Landekapsel ist. Es gibt viele Risiken bei einer Marsmission. Doch wenn man die menschliche Geschichte betrachtet, sieht man eines ganz deutlich. Nichts Großes wurde jemals ohne Risiko und Mut erreicht. Wenn wir Menschen auf den Mars schicken, die eine kleine Siedlung auf dem Mars errichten, was in unserer Möglichkeit liegt, werden in 500 Jahren neue menschliche Zivilisationen auf dem Mars und auf vielen weiteren Welten entstehen. Das ist die Geburt der Zukunft. Sure.